Willkommen zurück, meine liebe Freunde. Wir befinden uns wieder auf dem Mars, wo sonst auch. Das ganze Spiel dreht sich ja hier um den Mars. So, und wir sind hier wieder in unseren kleinen Siedlungen, sag ich mal, voller Rebellen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich erstmal dieses nervige Radio abstellen. Und ja, dann schauen wir mal auf die Karte, was wir so er zu erledigen haben. Würde ich mal sagen. So, was ist das denn hier? Geiselnahme. Ja, also wir müssen im Prinzip noch eine Quest machen, nur. Okay. Du brauchst nicht rumspacken. Ich weiß auch nicht, was das soll. So. Abrissmeister. Na. Ich glaube, wir müssen einfach nur noch diese Dinger hier hinten zerstören und dann könnten wir auch schon weiterkommen. Ja, dann machen wir das gerade mal. So, Navigationssystem eingeschaltet. Ein Fahrzeug steht auch schon bereit. Wir schauen mal. Ja, wir holen uns Munition. Ich glaube, das funktioniert so, dass wir uns hier dann einfach Munition holen. Oh, und ich sehe auch gerade, wir haben eine Pistole eigentlich noch. Ich bin ein wenig verschnupft. Aber okay, ja, stimmt, wir haben eine Pistole. So, wir steigen in das Fahrzeug ein und dann kann es auch schon losgehen. So, hier rechts abbiegen, dann links abbiegen. So, und dann geht's doch schon weiter, ja. So. Das finde ich nett gemacht, dass hier überall noch Fahrzeuge rumfahren auch. So. Wichtige Ziele. Gebäude mit diesem Symbol die mit diesem Symbol markiert sind, sind für die IDF in diesem Sektor entscheidend. Sie sind gut geschützt, aber bedeuten viel Kontrolle. Und ich sehe schon, da ist ein IDF-Soldat. Wir steigen mal aus. Und schauen wir mal, ob wir Headshot machen können. Er ist zumindest tot. So, wir rüsten. What the fuck? Macht, dass er da rauskommt. Ohne Scheiß. Okay, jetzt muss alles schnell gehen. Wir sind nämlich schon aufgeflogen. So, da hinten ist der nächste. Nahkampf, Bitches! So. Ach du Scheiße. Wechseln wir mal doch lieber auf eine Sprengstoff. So, den Typen haben wir Saures gegeben. Halt's Maul. Nichts ist mit aufpassen. So, also ab ins Feindgebiet. Da oben sind wieder welche. So, der ist auch tot. Sprengen wir erstmal diesen Turm hier in die Luft. So, da ist ein Ölfass. Ölfass, Sprengfass. Hier an der Seite leider nicht. So, machen wir uns mal aus dem Staub. So, der Turm steht aber noch mit 13%. 12%. So, jetzt ist er zerstört und wir können hier abhauen. So. Dann wollen wir uns mal an das große Gebäude ranwagen, würde ich sagen. So. So, da eins platzieren. Am besten da noch eins platzieren. Oh ja, ich höre Fahrzeuge ankommen. Nicht gut. Da noch eins platzieren. Da noch eins platzieren. In die Luft sprengen. Hier fliegt ja wirklich alles in die Luft momentan. So. Das hätten wir auch zerstört. Aber was noch steht, ist natürlich das Gebäude in der Mitte. Und auch das müssen wir noch zerstören. Können wir die. Ah. Oh ja, und ich höre den Alarm schon. So, wir sammeln mal ein bisschen Parachute ein. Suchen den Typen, der auf uns schießt. Da ist er doch schon. So, und Sprengstoff rausholen. Da sieht's noch stabil aus. Da sieht's auch noch stabil aus. Und natürlich hier die Seiten.
Ja, die sind noch viel zu stabil. So, rausrennen und in die Luft sprengen. So, dann mal schauen, wo sie sind. Da hinten. So. Momentan ein bisschen laggy. Ach du Scheiße. Nee, das überlebe ich nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Hätten wir das Sterben auch von unserer To-Do-Liste gestrichen? Wir spielen natürlich weiter. Die kleinen Türme sind hoffentlich zerstört, so dass ich, ja, ich sag mal, die zurück in den Kampf. Wenn Sie sterben, steigen Sie am nächsten Unterschlupf wieder ein. Ihr Tod führt zu einem Moralverlust. Sie können den Schwierigkeitsgrad verringern, wenn Sie zu oft sterben. Schwierigkeitsgrad verringern. Ja, aber immerhin, die kleinen Türme sind zerstört, ne? Fehlt also nur noch das Große hier. Gut, das kriegen wir nicht noch hin, weil eben wirklich ein bisschen laggy bei mir. Deswegen habe ich die ganzen Typen nicht ganz kommen sehen. Okay, die Ausrede ist nicht sehr aussagekräftig, würde ich mal behaupten. Vielleicht liegt es auch einfach. Wir könnten ja theoretisch auch mal Optionen im Anzeige. Fortgeschrittene Page Down, so hier. Machen wir mal hier das Ganze aus, so. Nehmen mal an. Und spielen so weiter. Ja, gut. Ja, doch. Eigentlich ganz okay. Und immerhin ein FPS mehr. Lol. Okay, aber das sollte funktionieren. So, jetzt müssen wir halt schauen, wie wir da hochkommen, ne? So, wir steigen einfach während der Fahrt aus. Gut. Hier hätte ich da einen Zaun weggefetzt, glaube ich. Oder war ich das, oder ist das so? Na, komm. Na gut, da geht's nicht hoch. Wir schauen mal, ob es da hinten noch irgendwie hochgeht. Ah, meine Nase ist so verschnupft. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört, aber es ist schlimm. So. Nicht wieder runter, wir müssen da hoch. Okay. Wenn hier keine Wache ist, dann. Wieder. Halt's Maul. So schnell. Irgendwo in Deckung. Und sprengen. So. Wir sollten mal kurz in Deckung gehen. Nicht mal mehr Hälfte live. Das ist schlimm. So, Granaten werden auch schon geworfen. So, da regenerieren wir uns doch schon. Sehr cool. Habe ich im Tutorial aufgepasst. Ja, das ist unfair. Wir müssen da jetzt hoch, sonst sind wir wieder im Arsch. Alter. Viel Munition habe ich ja nicht mehr. Wie ich nicht schlagen konnte, weil der Hammer an dem Dingens festhing. So, Barschrott können wir natürlich auch einsammeln. So, und jetzt müssen wir uns echt mal irgendwie was einfallen lassen. Wie wir das Ding so schnell wie möglich in die Luft sprengen. So. Da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und dann Kabumm. Da noch ein bisschen. Da auch noch ein paar.
Oh fuck, danach habe ich keinen Sprengstoff mehr. Aber hey, ich glaube, ja, wenn ich hier drauf zugreifen kann, dann habe ich wieder voll. So, wir hauen mal ab. Oh, ich hatte irgendwie Sprengstoff irgendwo hin platziert. Ich weiß gar nicht, wo ich da noch irgendwas wegsprengen soll. Oh, die schießen von da unten. Gut. Hier wäre doch was. So. Gebäude ist zerstört. Nun einfach hin und her rennen. Eins auf die Fresse hauen. Bei dem nächsten auch natürlich. So. Noch ein bisschen Chaos vorbeireiten. Dem hauen wir auch auf die Fresse. Oh Mann. Ach du Scheiße. So, jetzt so schnell wie möglich verschwinden. So, HP regeneriert sich. Was ist das für ein Scheiß? Lol. Ah, verdammt, immer noch rot. Nichts gut. Und tschüss. So. Na komm, lasst mich in Ruhe. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Nee, das kann ich gar nicht schaffen. Na, kurze Zeit habe ich echt gedacht, jetzt schafft das doch. Aber gut, das Gebäude ist ja zerstört, also von daher juckt es mich wenig. Tötet mich doch, nur euer Gebäude ist futsch. Erinnert mich irgendwie ein wenig an Al-Qaida. Jo, okay. Dann würde ich mal sagen, was ist das denn? So. Genau. Machen wir noch die Geiselnahme und dann sollte das Einsatzgebiet von denen so gut wie weg sein. Hoffen wir zumindest. So, die Finger vom Schnaps sollte er lassen, meinst du? Du Idiot! So. Da unten ist schon was zerstört. Ich glaube, das war sogar ich damals. Kann es sein? Zumindest hier ist sehr viel schon kaputt. So. Ja, das ist doch die Basis, oder? Das ist doch diese eine Basis hier. Oder nicht? So, wir holen uns erstmal hier die Erze. So, mal schauen, wo sind sie denn? Nirgendwo, auch okay. Dann ab über die Brücke. Wow! Da ist ein Loch. Okay, gut. Die Truppen wüssten zu gern, wer die Patrouille überfallen Zwei hat. Sie Geiseln. verlieren jetzt alle Anwohner. Kannst du ihnen helfen? Natürlich. Warum sollte ich auch nicht können? Ich kann alles. Sterben, töten, dabei draufgehen, jemanden zu töten. Einfach alles. So, hier ist viel Verkehr. Mach mal Platz durch, muss überholen. Und weiter geht's. Achtung. Wow. Miau. So, einfach der Straße folgen und da oben ist, dürfte es dann auch schon sein. So, wir parken mal unser Fahrzeug hier, schnappen uns die Waffe. Schauen, wie viel. Ja, wir haben alles. So, sehr gut. Dann wollen wir mal einen kleinen Besuch abstatten. Verreckt doch. Meine Fresse. Hat aber gedauert. So, ab rein da. Huch, da ist ja noch einer. Meine Fresse, schwer bewacht hier, oder wie? So, wo ist die Geisel? Da drinne. Wow. Gib mir eine Sekunde. So, das wäre eine. Aber wo ist die andere? Wo denn? Wo bist du? Ich weiß, dass sie vielleicht. Ah, die ist oben. Okay, wie komme ich dann hoch? Ah, da ist ein Leiter.
Check mal die Leiter. Ja, das funktioniert. Sehr gut. So, die befreien wir auch. So, und jetzt schnell in das Fahrzeug rein. IDF-Fahrzeug. Ich wusste doch, da war noch einer. So, und wir gehen jetzt in dieses Fahrzeug hier. Hopp, hopp, schneller. Springt hinten drauf. Ja, genau. Oder steig halt ein. Yay. Das ist awesome, dass die hinten drauf können. Supi. So. Wir fahren jetzt schnell in diesen Unterschlupf. Bringen die Geiseln in Sicherheit und dann mal schauen, was wir als nächstes zerstören sollen oder sonst was. Wir müssen ja schließlich den Bereich Parker, wo wir hier gerade sind, befreien. Und das können wir ja nur, indem wir IDF-Zeug zerstören oder sonst was. So. So, ihr seid im Unterschlupf. So, zwei Guerilla-Aktionen erfüllt. Sehr cool. Freigeschaltet. Erzadditiv. Gehen Sie zum Upgrade-Tisch, um freigeschaltete Waffen und Upgrades zu kaufen. Okay. Danke für die Rettung. Die IDF hängt ganz schön in den Seilen, Mason. Tja, und das nur durch mich. Endlich zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Hoffentlich bist du ein guter Fahrer. Jo. Das Ding ist auf mich draufgefallen. Und guter Fahrer, ja, kein Problem. So, wer ist da online gekommen? Surfneuling. Was weiß ich was. Wir müssen uns bald einen neuen Stützpunkt suchen. Ja, sollten wir machen, ja. Sehe ich genauso. Erst zwei zusätzliche Barschrott pro Erstvorkommen. Okay, das klingt eigentlich vernünftig, ne? Holen wir uns mal. Ich meine, mehr Barschrott. Es ist sogar noch besser als zuvor. Bogenschweißer. Gegner und Fahrzeuge elektrisieren. Nee. Da spiele ich nicht gerne mit. Mit Elektro ist scheiße. Flammenwerfer wäre wieder was anderes. Alles. Mann, wäre ich jetzt gerne im Alkloch. Ja, komm doch hin. Geh doch hin. Komm doch hin, WTF. Mann. So. Schwupps, wir gehen da hin. Ja. Genau, da müssen wir doch hin. Ups, nicht Pause. So. Wird sie das? Okay, sie wird das. Sie haben meinen Bruder getötet, verdammt. So, hier jetzt wieder rechts, geradeaus langfahren diesmal. Ach ja, ist das Leben nicht schön. So, da steht schon ein Wagen. Aber ich meinen eigenen. So, mal schauen, was wir hier machen müssen. Schwupp. Dank dir sind wir jetzt bereit, nach Dust vorzudringen. Dust? Ein riskantes Manöver. Mason, wir müssen sie irgendwie ablenken. Östlich von Parker gibt es ein IDF-Sensorfeld. Zerstöre die Türme, damit die IDF unsere Bewegungen nicht verfolgen kann. Ach du Scheiße. Im Sektor wird nur auf dich achten. Ach du Scheiße. Leute durch sind. Wie viele sind das denn? Alles klar, nimm mal an, die Herausforderungen, ne? Oh Mann. Der Konvoi ist abfahrbereit. Starte den Angriff. Okay, nimm mal das Fahrzeug. Ach cool. Bleib im Truck, wenn du überleben willst. Hey, cool. Wir haben ihn mit zusätzlicher Panzerung verstärkt. Ah, das klingt cool, ja. Der erste Sensor ist zerstört. Cool, man kann ihn einfach platt fahren. Awesome. Jetzt die Aufmerksamkeit der IDF. So, der zweite. Das war der dritte. So, dritte. Da kommt noch mehr. Vierte. Verschaff unseren Konvois noch ein wenig mehr Zeit, um das zu erreichen. Wie viel denn noch? Alter. So. Fünf. Meine Fresse, so. Wie die Gegner mir eigentlich mal ab... Der Truck darf auf keinen Fall zerstört werden.
Wo geht's denn weiter? Wie viele sind das? Ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Oh, Freifeuerzone. Nein, das ist es nicht. Okay. Alles klar. Ich fahre jetzt einfach da lang. Da hinten war was Gelbes. Ja, sieht doch gut aus. Ach komm, ich bin nicht verhaftet. Kannst du vergessen.